Heute sind wir beim PTSV und zwar bei Kyodo und heute haben wir Leonie Schwertmann mitgenommen, die schaut sich das Ganze mal an. Leonie, deine ersten Eindrücke hier beim Kyodo? Ja, wow, total, total überwältigt und ganz in dieser Ehrfurcht, also diese Stimmung finde ich ganz, ganz interessant und das Augenscheinlichste erstmal, diese Rituale anzusehen, diese Choreografien. Ich bin sprachlos, echt, und Achtsamkeit ist so das, was bei mir als erstes als ganz großes Schlagwort irgendwie so hochkommt. Ich bin ganz gespannt, das mal kennenzulernen. Ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Matthias, wir sind heute mit Leonie Schwertmann von den Ladies in Black hier beim Kyodo. Herzlichen Dank, dass wir vorbeischauen dürfen. Können wir uns zu Beginn mal die Sportart ganz kurz vorstellen? Okay. Also, was ihr heute sieht und was die Leonie heute kurz begleitet, ist japanisches Bogenschießen, Kyudo. Wir üben das hier in Aachen schon sehr lange, haben auch einen sehr ausgezeichneten Lehrer hier in Aachen schon lange Zeit und bemühen uns, die Schule, die wir hier pflegen, auch möglichst naturgetreu zu bilden, mit den Möglichkeiten, die wir hier im Amateurbereich auch haben. Und dazu haben wir hier beim PTSV auch eine gute Heimat gefunden, konnten uns hier ein Dojo bauen, was dem japanischen Vorbild schon sehr nahe kommt und die Technik und das Üben so treu wie möglich auch erleben zu können. Ein Dojo ist der Übungsplatz, in dem das Ganze geschieht und dazu gehört die Halle, der Schießbereich mit dem Trefferbereich, die Plätze, die Umkleiden, alles gehört zum Übungsbereich dazu. Wenn wir das Dojo betreten, dann erweisen wir dieser Tokonoma, dieser Bilderecke. Wir haben dort auch noch zusätzlich eine Bogenhülle aufgehängt, die Ehre und treten ein und begrüßen damit auch das Dojo, verlassen damit die Alltagswelt. Wir sind so um die 30 Schützen hier. Wir haben mit 20 angefangen, als wir hier zum PTSV gekommen sind. Mittlerweile sind wir so bei 30, wir könnten noch ein paar mehr gebrauchen. Wir haben 7 Tage die Woche die Möglichkeit hier zu üben. Insofern gibt es noch genügend Freiräume. Ja. Gibt es da ein Eintrittsalter, mit dem man am besten anfängt? Als Kind, glaube ich, ist es schwierig. Dafür ist man noch zu hibbelig. Da kann man sich noch nicht gut genug und lange genug konzentrieren. Auch die ganzen muskulären Voraussetzungen sind noch nicht so ausgeprägt. Aber es geht. In Japan werden auch Kyudo-Übungen in Schulen schon gemacht, mit Kindern. Unser Eintrittsalter ist eher ab Studentenalter, also 16, 17, 18. Und unser ältester Schütze, der Manfred, ist schon über 80 und macht Kyudo immer noch sehr regelmäßig und ausdauernd. Also man kann es bis ins hohe Alter ausüben. Und Damen und Herren gleichermaßen? Und Damen und Herren, selbstverständlich. Okay, dann schauen wir uns das gerne mal an. Die Bögen sind schon kleine Kunstwerke auch, weil sie aus mehreren Hölzern zusammengesetzt sind. Diese Art, Bögen zu bauen, gibt es schon Jahrhunderte. Und es ist erstaunlich, dass man selbst bei dem heutigen Wissen um Technologie und alles feststellen musste, die sind kaum noch zu verbessern. So wie man das vor hunderten Jahren schon quasi anders ermittelt hat, die ideale Form zu finden. Die Bogenform richtet sich auch ein wenig nach der Technik. Also es gibt verschiedene Bogenformen, die nur augenscheinlich gleich sind. Mhm. Wenn man genauer hinschaut, gibt es schon wichtige Unterschiede, die sich auch an der Technik des Schießens orientieren. Oder wir müssen halt oder verwenden halt Bögen, die sich auch unserer Technik gut anpassen, damit sie auch eine Weile halten. Das Material traditionell ist Bambus und andere Hölzer. Heute werden Carbon, Glasfiber benutzt und auch Mischungen aus Bambus und Carbon. Mhm. Die Bögen sind sehr anfällig, was Temperatur, Feuchtigkeit betrifft. Also im Regen fand kein Krieg statt mit dem Bogen. Das ist ein Bogen, der nicht aus Bambus besteht, sondern aus anderen Materialien. Das nehmen wir gerne für den Anfänger und zum Üben, weil sie eben auch ihre Form besser behalten, nicht so schnell kaputt gehen und so weiter. Weil wir die rechte Hand brauchen. Da wird der Bogen nach unten gestellt, mit der linken Hand am Griff. Oder etwas unterhalb gehalten, wie so ein Gegenstück. Und dann ziehen wir das untere Ende nach oben und legen ihn
auf den Knie ab. Und jetzt kommt er da so ran. Jetzt gehst du mit dem unteren Ende ganz runter. Die linke Hand stützt sich so drauf. Dann sollen wir den Gegendruck halten. Mhm. Noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Okay. Jetzt legen wir mal auf dem Knie ab, damit du die Möglichkeit hast, die Sehne hinten anzuschützen. Das ist ein Drei-Finger-Handschuh, auch der Unterhandschuh ist ein Drei-Finger-Handschuh, also Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger. Da schlüpfst du hier rein, der kurze ist der Daumen, dann legst du das Ende einfach hier um. Der Unterhandschuh dient dazu, das wie die Unterwäsche vom Handschuh, den zu schützen, damit das Leder nicht so schnell feucht wird im Sommer. Schützen deine Hände stark und das tut dem Leder nicht gut. Deswegen benutzt man diesen Unterhandschuh. So, jetzt stülpst du dir den mal über, auch wieder in der gleichen Art und Weise. Daumen und Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Die muss so ein bisschen glatt sein, dass es keine Kanten gibt. Dann führt man das weiter. Einmal. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Hat die gleiche Richtung wie der Boden. Die beiden Pennen, die beiden Rechten, die haben dann mitgezogen. Jetzt mal, genau. Jo, sehr gut. Jetzt kommen die drei Schritte, du musst jetzt ein bisschen aufpassen, wir haben nicht viel Platz. Genau, wenn du dich dann gedreht hast und streckst den Bogen aus, dann soll die Spitze ungefähr da am Makiwa rein. Dann hast du den richtigen Abstand, stehst nicht zu nah. Okay. Dreh dich mal. Erstmal nur so drehen, bevor du die Füße stellst. Dann strecken wir den Arm aus. Ja, vielleicht noch ein ganz kleines bisschen. Gut. Bogenspitze nach vorne. Bogenspitze nach vorne. Und dann nach oben. Ja. Jetzt wird der Pfeil angelegt. Oh, okay. Das heißt, du musst den Bogen nach oben nehmen. Du musst den Knie nach vorne, vor den Körper. Jetzt drehst du dir die Sehne auf die andere Seite. Das machst du mit der rechten Hand. Okay. Nimmst du ein bisschen höher, damit du den auch vor dir hast. Okay. Das ist jetzt ganz schnell auf euch aus. Jetzt legst du den Pfeil ein, indem du ihn hier drüber bewegst, an der linken Hand vorbei und kreist ihn dir mit den Fingern hier dazwischen. Dazwischen? Mhm. Okay. Wir haben vorhin gesagt, der Zeigefinger ist immer frei und muss hier dazwischen, damit der frei sein kann. Genau. Kriegst du ihn so gehalten. Mhm. Jetzt schiebst du ihn nach vorne. Bleib in der Mitte. Genau. Gut. Bis dahin. Jetzt musst du ihn hier hinten einlaufen. Mhm. Du kannst inzwischen, Mittelfinger und Zeigefinger klein. Okay, dann ist der sichere. Genau, und dann kannst du den Zeigefinger benutzen, um ihn nicht zu halten. Mhm. Eins, zwei, verschieben. Und dann hält er dich mit dem Daumen. Dann klemmt er dich hier dazwischen, ne? Und der Daumen hält ihn gut fest, damit er den nicht immer runterrutscht und wackelt. Versuchen wir mal so zu halten. Jetzt stehst du wieder in diesen Dodo-Bogen. Achsen, Schultern, Becken, Füße. Jetzt drehst du den Bogen zur Mitte, sodass die Sehne ungefähr in der Mitte ist. Und also nach vorne drehen. Mit der rechten Hand die Sehne fassen, die etwas unterhalb. So, wenn du das einigermaßen für dich sicher hast, damit die linke Hand am Bogen lang ist, ist so wie alles vor. Probier es. Diese Hand, der Pfeil bleibt oben drüber. Du schiebst also von hinten die Hand ab. Und darauf weiter ansetzen. Kleinen Finger. Du bist zu weit drüber. Du bist eine Kante zu weit vorne. Das kommt dahin. Du hast lange Finger, macht aber nichts. Dann hast du mehr Abstand dahinter. Ne? Das sieht schon besser aus. Wir sind zwar jetzt ein bisschen von hinten gekommen, aber das erste Mal können wir das so machen. Geht? Ja. Jetzt gibt es so ein klein wenig Vorspannung. Machen wir so. Du merkst schon, dass der Bogen etwas mehr Widerstand gegeben bringt als die Zwille. Ja.
nicht zu ziehen oder zu drücken. Jo, schön nach unten lassen. Und jetzt mit dieser Vorspannung den Boden zu geben. Immer noch. Schön oben bleiben. Schwierig. Ja. Auszug. Schultern runter. Und dann versuch ruhig an. Die Hand ist, die linke Hand ist wichtig, dass sie sich dreht, damit die Knie nicht gegen den Unterarm fällt. Leonie, eine Stunde Kyoto hast du jetzt hier erlebt. Ja, wie waren die Eindrücke? Ja, also ich bin nach wie vor überwältigt. Also die Stunde reicht natürlich jetzt nicht, um da irgendwie ja, richtig einzusteigen. Aber ich habe irgendwie, glaube ich, schon ein kleines Gefühl für die Sportart bekommen. Und das fasziniert mich total komplex. Also einmal die Rituale und das zu beachten, die Abläufe und auch vor allen Dingen, was mir jetzt als Sportartfremde sehr, sehr schwer fällt, genau die Muskelgruppen anzusprechen. Ich denke, ich kenne das vom Volleyball oder vom Krafttraining, dann habe, denke ich, ein sehr, sehr gutes Körpergefühl insgesamt, doch hier nochmal ganz andere Körperpartien angespannt und wirklich sehr, sehr synchron und sehr fein, sehr detailliert. Die Anforderungen, um ja letztlich den Pfeil dann zum Fliegen zu bringen in die gewünschte Richtung. Ja. Deine Augen leuchten, kannst du dir vorstellen, dass du diese eine Stunde auch noch eine zweite oder dritte vielleicht mal anhängst? Also ich würde sagen, also ich würde es nicht ausschließen. Ich habe auf jeden Fall noch ziemlich viele Fragen im Hinterkopf, die mich beschäftigen, die ich sehr, sehr interessant finde. Und ja, vor allen Dingen auch der, was Matthias meinte, dieser Fokus doch auf das Ziel und eben, dass dieser Ritus an sich das Ganze nicht übertüncht, sondern eben doch das Ziel und der Schuss und damit für mich ja als Leistungssportler irgendwie auch der Sport noch der Fokus im Vordergrund steht. Ja. Okay, danke schön. Ja, danke auch für die Möglichkeit. Was ich dazu sagen kann, ja. Die Arbeit, die wir jetzt hier eine Stunde lang miteinander geleistet haben, hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch viel Spaß gemacht, was ich bis jetzt gehört habe. Ja, sieht es so aus. Man kann Kyoto in so kurzer Zeit nicht auch nur annähernd vermitteln, aber um dir vielleicht eine Idee zu geben, glaube ich, war es schon ganz gut. Und wenn es dir Freude gemacht hat, dann hat es auch, denke ich mal, seinen Sinn erfüllt. Und wir konnten vielleicht wieder mal ein Stück Kyudo-Gedanken auch, oder haben die Möglichkeit, ein Stück Kyudo-Gedanken auch nach außen zu tragen, was wir sehr gerne vornehmen. Wir sind eine Randsportart, ganz klar, also mit Volleyball nicht zu vergleichen, aber wir sind in Deutschland durchaus auch eine ernstzunehmende Gemeinschaft von Kyudo-Class, ca. 1.314 gibt es in Deutschland im Moment, und insofern freuen wir uns über jede Gelegenheit, wo wir uns auch austauschen können. Also hat mir viel Spaß gemacht, auch vielen Dank, dass du da warst und das Interesse hattest, das auszuprobieren. Und ja, du kannst gerne wiederkommen und stell immer deine Fragen.